Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Forza Multiplayer Aufnahme. Und ja, Multiplayer, ihr kennt meinen Spruch, da bin ich nicht alleine. Da ist Mezzo bei mir. Hallihallo und herzlich willkommen an dich, Mezzo. Ja, servus. Und wir sind hier in der Formula Mazda unterwegs auf Silverstone auf der kurzen Strecke. Also uns erwarten hier Rundenzeiten von rund einer Minute, etwas über einer Minute. Und da ist Mezzo auch schon geghostet hier bei uns. Hier können wir ruhig ineinander fahren, weil hier ist ja Training. Im Qualifying. Damit jeder auch die Optimallinie bekommt. Ich habe gerade festgestellt, ich habe gerade einen riesen Fehler gemacht. Warum? Weil ich anstatt in geistiger Abwesenheit habe ich mir die harten Reifen draufgezogen und nicht die soften. Oh. Also fürs Quali genau die falsche Strategie. Und damit ich jetzt trotzdem noch Runden zusammenbekomme oder Qualifying-Runden, werde ich jetzt auch auf den harten bleiben. Naja, ich sag mal so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das die falsche Strategie ist. Ich würde sagen, eine deutlich alternative Idee. Ja, fürs Qualifying definitiv. Also, ist das sehr alternativ, die Strategie. Ja, weil man mir eigentlich im Qualifying auf dem besten Reifen unterwegs sein sollte. Mir schließt sich der Vorteil von den harten jetzt auch nicht, also. Nee, aber mir definitiv auch nicht. Weil bisher waren die Rundenzeiten, die wir im Training gefahren sind, so beinahe 1,12. Ich meine, das bin ich jetzt auch gefahren. Von meiner Trainingsbestzeit habe ich jetzt 300stel, wo ich weg bin. Was fast genauso schnell wie ich auf den Soften gerade. Ja, aber ich merke, glaube ich, einfach, dass ich deutlich weniger Grip habe als du. In den Kurven komme ich halt nicht wirklich ran. Ja, gut, okay. Dass die soften Reifen besser sind als die harten da, ja. Aber wenn wir gerade beim Thema Reifen sind, ist das eigentlich eh ganz spannend, weil ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, hat Forza wohl die einen Wunsch von uns berücksichtigt. Und zwar, dass die Rennen jetzt länger werden. Das heißt, wir fahren 14 Runden Hauptrennen. Was die Reifenstrategie dann auch oder die Wahl der Strategie deutlich anspruchsvoller macht. Und wir haben vorher schon ein bisschen gefachsimpelt drüber und hast du dich schon für eine Strategie entschieden? Ich werde Soft Medium fahren. Okay. Ich werde konkurrierend dazu wieder die Medium-Medium fahren, die etwas safere Strategie dazu. Weil mit Medium-Medium bei 14 Runden sollte ich da definitiv durchkommen. Und dann werden wir mal sehen, ob deine Soften. Ich habe jetzt in der dritten Runde 23%. Ja, doch, ja, ich habe 11%. Ja. Du bist ja auch auf Harten unterwegs. Eben. 30 Sekunden bis zum Start des Rennens. Hast du noch eine Runde? Also ist hier noch. Ja, ich habe noch eine Runde. Ja, ich habe meine gefleckt, von daher. Naja, dann werden wir da wohl über. Wobei ich bin jetzt auf harten Reifen gerade besser unterwegs als auf den Mediums in meiner Trainingsrunde. auch spannend. Ja, aber ich würde sagen, wie das dann im Rennen aussieht, seht ihr nach einem kurzen Cut. So, und das sind wir im Rennen und wir haben schon gesehen gehabt, jetzt gerade. Wow. Ja, da stand einer im Feld, sorry. Hätte ich gleich sagen können. Aber ich muss erstmal reagieren. Wir haben schon gesehen, dass die Strategien ungefähr so unterschiedlich sind wie die Vögel auf den Bäumen. Von hart, also
Leute, die scheinbar komplett durchfahren wollen, bis zu dir mit Soft. Scheint da alles dabei zu sein? Ja, von Soft mit 3 Runden Sprit bis Soft mit 9 Runden Sprit bei mir. Also, falls das doch mal nach Soft werden könnte. Glaube ich zwar selber fast nicht dran. Ich jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber wir werden ja sehen, wie sich das entwickelt. Ich, wie gesagt, ich bin ganz konventionell auf Medium unterwegs. Und ja, mal sehen. Hilfe, sorry. Ja, mal sehen ist bei der dichten Suppe hier echt ein guter Stichpunkt. Echt ein guter Stichpunkt. So. Perfekt. Wieder ein Platz für mich. Oh, da stand gerade geghostet einer, dem wollte ich halb ausweichen. Das war doch was, Cup. So, P8 derweil. Wobei ich gestehen muss, ich habe da einen rausgeschoben. Sehe gerade, ich war doch keine Medium. Jetzt habe ich mich schon wieder vertan, jetzt bin ich auf Soft unterwegs, aber okay. Dann fahre ich auch eine Soft Medium oder vielleicht fahre ich eine Soft Hard. Hm. Auch möglich. Wäre ja auch mal ein ganz neuer Move. Ja. Je nachdem, wie sich dann auch die Mediums entwickeln, und ich stelle gerade fest, man kann die Schnauze von diesem Fahrzeug nicht einschätzen. Das ist krass, wie schnell man an irgendeinem anderen aneckt. Ja, du, ich bin da außen in der Kurve, das müsste das eigentlich okay, da sehen. Dem dritten ist gerade irgendwas passiert, sah aus wie Internet Disconnect oder so. Einmal ist er weg. Auf welchem Platz bist du? Ja, ich bin auf P3 vorgefahren oder P4 vorgefahren und P3 ist gerade rausgeflogen anscheinend. Ich bin P7 im Moment. Aber bin halt auch auf P14 gestartet. Ich weiß es gar nicht, ich habe gar nicht gefragt, wo du gestartet bist. P10. Okay. Das erklärt natürlich einiges. Bin jetzt auch schon P6. Bin direkt hinter P5. Oh ja, man kann die Schnauze so gar nicht einschätzen. Mhm. Stelle ich bei jedem Überholmanöver fest. Ich habe auch gerade gedacht, hier kommen schön Windschatten gehen. Ja, da hat er wieder reingezogen. Also, wieder auf die Ideallinie zurück, er gerade. Ich war auf der Ideallinie, er hat innen verteidigt. Hat mich da anscheinend nicht so gesehen. Oder konnte wahrscheinlich auch die Schnauze von meinem nicht einschätzen. Das ist, ja. Aber nichts passiert. Merkt er, dass ich da bin? Da kam's Heck, da kam einer hinten ins Heck. So, Runde 4, das heißt, die Soften müssten jetzt schon langsam das Abbauen anfangen. Noch haben sie halbwegs Grip, bin aber auch schon bei 30% Abnutzung. Oh. Ah.
Lass los. Oh. Ja, du bist an mir vorbeigezogen inzwischen. Okay. Weil ich mich irgendwo da durchgesneakt. Ich muss gerade nicht finden. Ich wurde da gerade mies rausgedreht. Der kam so schnell von hinten an. Der kann nicht gebremst haben. Ja, das Gefühl habe ich bei manchen auch schon gehabt. Jetzt schaue ich mal, ob er mich auf der Außenbahn sieht. Müsste jetzt aktuell der dritte sein, den ich meine. Und die nächsten beiden, die hier im Team. Ah, so schön vorne gewesen. Ich meine. Nee. Also ich liefere mir jetzt hier gerade ein Battle mit P4. Das ist echt ganz nices. Ja, sei vorsichtig bei dem, genau das. Nee, dritter, der P3 müsste das sein. Und bin an ihm vorbei. Okay, jetzt merke ich schon langsam die Reifenabnutzung an den Softreifen. Aber es gehen scheinbar 6 Runden, also werde ich auf Mediums gehen. Hey, wir sind bei 49% oder ich zumindest jetzt. Ja, ich schau mal gleich nach der nächsten Kurve. Ich, ganz ehrlich, ich fahre noch. Ich bin bei 43%. Ja, ich werde jetzt auch noch eine fahren, aber danach dürften die Soften einfach so stark abgebaut haben, dass die Kurven nicht mehr geil zu fahren sind. Dann, ja, werde ich das Ganze auch lassen. Aber zumindest aktuell P4. Ja, aber guck mal, wir sind jetzt in Runde 7. Ja, aber es fährt sich nicht mehr richtig, gell? Ja, also meine Kurvengeschwindigkeiten werden deutlich langsamer. Aber. Ne, also. Also, es könnte hinten raus dann schon eher bockig werden, also. So wie jetzt rein theoretisch. An die Box. Also, ich mach Soft drauf, definitiv. Soft hier. Na, ja, ich glaube, ich bleibe auf Medium, dann könnte ich vielleicht hinten raus noch ein bisschen mehr Grip haben, aber ja, da kommt wahrscheinlich wieder genau die Frage auf, sind gute Mediums nicht schlechter als schlechte Softs? Wahrscheinlich. So, ich fahr wieder aus der Box. Du hast jetzt Mediums genommen, oder? Ich habe Mediums genommen, ja. Und werd mal schauen, bin jetzt auf P6 rausgekommen. Ah, ich kann die Schnauze von diesem Auto einfach nicht einschätzen. Sorry. Okay. Leichte Berührung hier. Ja, mich hat gerade einer komplett rausgeschossen in der Kurve. Ah, du kommst gerade wieder zurück. Ich bin fast direkt hinter dir. Ja. Dann geh vorbei, wenn du kannst. Nee, nicht so direkt. Also, nicht so direkt, okay. Einer ist zwischen uns noch jetzt. Aber ich sehe dich. Schade. Was natürlich schade ist, dass der mich abgeräumt hat. Das hat mich jetzt doch ein paar Positionen gekostet. Aber das ist Rennsport. Ja, okay, und man muss mit den Mediums doch etwas früher bremsen als mit den Soften. Was aber fast zu erwarten war, ich dachte nur nicht so früh. Der geht ja komplett ins Kiesbett. Okay, jetzt gehe ich an dir vorbei. Feel free. Ja, das Kiesbett hat dich ganz schön ausgebremst da, ne? Ja, klar. Oh, Vorsicht, ja, das Unfall. Ist ein Nebel hier.
habe ich den, Gott sei Dank. Nö, hast nicht du nicht weggeräumt. Nö. Nee, war nur eine leichte Berührung, dass die Reifen so ineinander. Ich sehe keine Ideallinie. Perfekt. Achtung, kommt innen. Ich gleich mit dazu, komm außen vorbei. Die Schnauze kann man so gar nicht einschätzen. Ne? Schon wieder ihm hinten drauf gefahren, weil ich gedacht habe, mein Auto ist da noch lange nicht. Ja. Ja, es ist genau das Problem, mit dem ich auch die ganze Zeit kämpfe. Vor mir gibt's Beef. Oder vor uns, besser gesagt. Ja, eigentlich haben wir einen schönen Viererkampf jetzt hier, ne? Ja. Brustkorb. Ja, den habe ich gerade auch unvorteilhaft mitgenommen. Wenn man jetzt wüsste, was die zur Reifenstrategie haben, ne? Einfach so zum Einblenden. Ja, da wäre eine Boxencrew gut. Günstig genommen. Wenn du vorbeigehen kannst, geh vorbei, gell? Ja, wenn, machen wir das richtig. Ohne vorbeilassen oder so. Ja, nö. Schon klar. Ja, ja, nee, aber wenn ich kann. Ich werd dich nicht abschießen, also darum geht's. Ja, ja, klar, wenn ich kann, versuche ich das. Aber ich habe jetzt in der Schikane erstmal einen Meter gut gemacht. Die ich jetzt hier wieder verloren habe. Auf den Vordermann ein bisschen. Nach zwei eher schlechten Kurven. Ah, das ist wirklich so ein Rennen, das könnte von mir aus länger sein. Und wenn dieser Abschuss da vorhin nicht dabei gewesen wäre, wäre es noch schöner gewesen. Ja, gebe ich dir definitiv recht. Same bei mir. Bin in. Sorry. Zu spät gesehen. Ich lasse dir Platz auf jeden Fall. Nee. Ich lasse dir so viel Platz, dass du leben kannst. Ja, okay. Das meinte ich. Also ich würde sagen, gripmäßig habe ich so einen Hauch mehr Grip als du manchmal. Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber gut, ist ja eigentlich auch kein Wunder. Naja, das sollte ja genau so sein, sagen wir es mal so. Also es wird halt erst anders. Oh, das war unsauber. Ah, das hat mir jetzt weit nach hinten geworfen. Haben wir gerade einen Fehler gemacht? 44% Abnutzung. Und hier sieht man jetzt schön, wenn zwei miteinander fighten, das kostet Zeit. Da kommt der dritte hinten wieder ran. Ja, definitiv. Und deswegen sind so 3-4 Kämpfe so interessant meistens.
Gott, geht der weit raus. Damit hatte ich jetzt echt nicht gerechnet. Bin in Bremse. Ja, ich seh's. Bin bei außen. Seh's schon. Bin innen. Sorry. Ja, da wollte ich beide und hätte mich doch mit einem Platz erstmal zufrieden geben sollen. Bin innen. Sorry, der geht weiter raus. Ah, sorry, leichter Stupser. Spannendes Rennen, das muss man einfach mal sagen. Und von der Performance her, du P10 gestartet auf P7, ich P14 auf P6. Also ist auf jeden Fall ein ziemlich gutes Ergebnis, würde ich sagen. Gut, ich meine, das Rennen ist noch nicht aus. So viel ist sicher. Ja, aber es wird sich nicht mehr allzu viel verändern. Ja, außer einer von uns beiden schießt sich noch ganz mächtig ab. Oder wird das? Ich meine, das muss man auch sagen, die Autos haben höllisch viel aerodynamischen Grip. Ja, und ich glaube, mit dem Ergebnis können wir eigentlich ganz zufrieden sein, oder? Ja, sieht super aus. Also, ja, rückblickend so der eine oder andere Rempler war ein bisschen ärgerlich, klar. Logisch. Oder Rempler gehört dazu. Rempler ist auch nicht schlimm, aber... Ey, ihr habt's gesehen. Und... Damit würde ich sagen, Metzo? Ja, Abmatt gehört dir. Mir? Ja. Ich habe die Anmatt gemacht. Eben, deswegen ja. Ah, okay. Da war was, gell? Ja. Ja, wenn ihr euch wundert, wir haben uns das eigentlich mal so aufgeteilt und ich habe mich jetzt nur gerade geirrt. Aber ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, denkt dran, unten in der Videobeschreibung steht die andere Sicht. Guckt auch bei der jeweils anderen Sicht rein. Und damit würde ich sagen, sind wir raus. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.